Die Norwegian Escape ist die neueste Errungenschaft von Norwegian Cruise Line. Nach der Getaway und Breakaway, die zur Breakaway-Klasse gehören, ist es das erste Schiff der sogenannten Breakaway-Plus-Klasse. Die ist nicht grundlegend anders, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt schon ein paar Unterschiede. Und die Unterschiede möchten wir Ihnen heute vorstellen, was ist alles neu an Bord der Norwegian Escape. Hier sind wir beispielsweise im Wine Cellar. Und das ist die erste Weinbar an Bord eines Schiffes von Norwegian Cruise Line. Auf dem iPad können Sie sich über die Weine informieren oder Sie lassen sich vom Sommelier beraten. Wie auch viele andere Bars und Restaurants an Bord gibt es einen gemütlichen Außenbereich, The Waterfront genannt. Auch mit der Kulinarik beschreitet Norwegian Cruise Line mit der Escape wieder mal neue Wege. Die kaufen sich immer ganz innovative Konzepte ein. Das eine ist zum Beispiel das Brauhaus, das zweite ist die Food Republic, wo wir jetzt was essen gehen. Das hat mir super gefallen. Moderne, hochwertige, frisch vor den Augen zubereitete Küche und auf kleinen Tellern angerichtet. Perfekt zum Teilen mit Freunden. In der Sugarcane Bar gibt es die besten Mojitos, hier ein Himbeer-Mojito. Die Bar ist in einem Bereich auf Deck 8 zusammen mit zwei neuen Restaurants untergebracht. Beide inspiriert vom bekannten Chefkoch José Garces. Im Bayamo, lateinamerikanischer Küche. Und die Pincho Tapa Bar. Wie der Name schon sagt, werden hier leckere spanische Tapas serviert. Vielleicht die besten Burger auf See gibt es in Jimmy Buffett's. Die Tobacco Road Bar ist angelehnt an die älteste Bar Miamis. Und hier noch einmal ein Blick in das bereits erwähnte Brauhaus am Abend. Leckeres Bier und richtig gute Stimmung bei toller Musik. Getanzt wird in der Pfeife Cork Somewhere Bar. Klasse Liveband. Im Supper Club gibt es eine richtig gute Dinnershow, lecker Essen und dazu eine tolle Show mit Hits der 80er Jahre. Simple Minds, David Bowie und so weiter. Viel Spaß! Ladies and gentlemen, the brats are back! Im Theater feiern zwei neue Musicals Premiere bei Norwegian Cruise Line. Hier ein Ausschnitt von After Midnight. Big Band, Jazz und Tanzanlagen. Und im Million-Dollar-Quartett ist Rock'n'Roll angesagt. Mit Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis und Carl Perkins. Er ist zwar nicht neu auf der Escape, aber nochmal vergrößert worden. Der spektakuläre dreistöckige Hochseilgarten mit The Plank. 2,5 Meter kann man über den Schiffsrand hinaus spazieren. Wohlgemerkt, wir befinden uns auf Deck Nummer 19 in schwindelerregender Höhe. Neu an Bord sind die zwei Aqua Racer Rutschen. Die ersten Meter geht's im freien Fall nach unten. Ich habe aber die etwas gemütlichere Variante gewählt. In der Guppies Nursery werden Babys und Kleinkinder betreut. Neu ist, dass auch für den Nachwuchs von 6 Monaten bis 2 Jahren nicht mehr unbedingt ein Elternteil mit dabei sein muss. Die können dann in Ruhe essen gehen, in den Spa-Bereich und die Kinder sind bestens durch einen Babysitter betreut. Über einen Beeper sind die Eltern im Notfall natürlich erreichbar. Und die vielen neuen Highlights an Bord der Norwegian Escape müssen natürlich auch gebührend während der Ausfahrt aus dem Hamburger Hafen gefeiert werden.